my name? Well, that's not really important. I'm a regular hog, just like every other grunt that fought in this war. Not that we ever wanted it that way. The attack that was led against our country, my home, it brought us to our knees. With our nation on the brink of collapse, every hog we had left took up arms against our enemies. A coalition, they called themselves. A bunch of swine nations who carved out pieces of the world for themselves, bringing with them a total disregard for anything and anyone who stood in their way. They wanted to take away our home, reduce us to ashes. So in return, we were going to take something of theirs. The islands of Sostralasia. These were nothing but a pile of dirt and rocks, but within that rock lay something incredibly valuable. Swill. In order to rebuild, we had to conquer, and in order to enact vengeance, we had to destroy all of them. Heide Witzka, der Lars hier. Willkommen zurück an der Front. Willkommen zurück bei Frontschweine. Wir beginnen mit Pinstripes Mod Version 4. Wieder mit dabei ist unser kampferprobtes Team, bestehend aus Blutwurst, Dosenfleisch, ein Schwein, Notration, Metzgerfrisch, Speckwürfel, Fettarm und Sauhund. Und wir legen sofort los. Die erste Mission ist noch einfach. Danach wird's nicht einfach. Generalstab, fight back, streng geheim. Das ist es, Gentlemen. Hier schlagen wir mit allem, was wir haben, auf unsere Feinde zurück. Unsere Landungstrupps im Süden sind erfolgreich nach Hoxhell vorgedrungen. Also brauchen wir euch Jungs, um hier dasselbe zu tun. Nutzt das Überraschungsmoment zu eurem Vorteil und macht unsere Nation stolz, Major Grimmschwart. Zeigt keine Gnade. Zum Sieg. Vernichtet jedes Schwein, das nicht unsere Farben trägt. Mission 1. Fight back. Ja, wollen wir mal der Koalition in den Arsch treten? Ja? Ja. Erstmal hier Stimmen aus, ja? Dieses Mal spielen wir das graue Team. Eigentlich wollte ich ja das lila Team spielen, weil das Logo von Pinmod 4 auch lila ist. Aber wenn man mit dem lila Team beginnt, dann funktioniert ja der Hard-Modus nicht mehr. Was schade ist. Und deswegen spiele ich grau, weil es gibt noch keinen Pinmod mit einem grauen Logo. Deswegen stört mich das nicht. So, wir haben drei Gegner. Einen Sanitäter, einen Kanonier, der da steht irgendwo und hinter uns ist irgendwo in der Kiste ein Geheimdienstler natürlich. So. Das war okayer Treffer. Entweder zum Minenfeld oder zum Wasser. Beides okay. Hauptsache, er stirbt. Relativ schnell. Bitte spreng mich nicht zum Minenfeld. Das wäre schlecht für mich. Danke. Ich habe es überlebt. Dann wollen wir mal mit ihm check hier jetzt zum Kanonier. So, erstmal Medikit einsammeln. Du musst ein bisschen tanken. Nah an ihm dranbleiben, damit er nicht seine Bazooka benutzt. Und immer nur die Pistole rauszückt. Und die Granate über ihn schmeißen. Das war ein guter Wurf. War schon fast eine Haftgranate für dich. Ich koche diesen rohen Fisch. So, das ist doch schon mal schön. Sammelst du das schon mal ein? Jo. Wir haben noch ein Medikit da hinten rumzuliegen. Jetzt sammelt denn der Erste denn wieder ein. Erstmal greifen wir den Sanitäter weiter an. Wenn er nicht vielleicht sogar bereits stirbt. Du hast 40. Ich kann ihn bereits töten. Dann werde ich ihn bereits töten. Dafür brauche ich aber die Waffenkiste links. Da müssen wir einmal außen rum. Wir haben hier noch Zeit dafür. Das ist ja die erste Mission. So, wunderbar. Sniper gezückt. Ist das arme Schweinchen bereits erledigt. Da hat sein Feng Shui nicht richtig gestanden, wa? So, kommst du aus deiner Kiste raus. Schmeißt deine Giftgranate. Das war dein Fehler. Das hättest du nicht machen sollen. Weil jetzt holen wir uns die Waffenkiste, die da gerade war. Denn da ist ein TNT drin. Du hast 20. Humpelst du bereits? Natürlich. Dauert jetzt ein bisschen für mich. Und da humpelst du in die Kiste rein. Hast du 50. Und jetzt noch die Waffenkiste holen. Ein bisschen am Minenfeld vorbei.
Da darfst du gleich ein bisschen schwimmen. So, hältst du aus. Hallo, mein Freund, wärst mal in deiner Kiste drin geblieben. Dann würdest du jetzt nicht wegfliegen. Richtung Wasser. Oder vielleicht Richtung... Richtung Minen. Richtung Minen ist sogar noch besser als Wasser. Weil da hast du die Chance, dass er sofort stirbt. Und tschüss. Wunderbar. Boah, hast du ein Schwein, ey. Ja, hält's noch ein bisschen aus. Dosenfleisch hält es noch ein bisschen aus. So, nächste Granate. Wieder über ihn rüberschmeißen. Nicht zu weit. Wunderbar, reicht. Hat er nur 16. Reicht ein Pistolenschuss oder ein Gewehrschuss. Was willst du jetzt machen? Du kannst nichts wirklich machen, außer dich da in deinen Baum verziehen. Ja, ein Sniper-Schuss reicht leider nicht. Weil er ein Leben zu viel hat dafür. Hier, aufgeschossen. Hat er noch ein Leben. Hättest du ruhig mal in die Mine da rutschen können. Ja, du... Dosenfleisch kriegt das hin. Dosenfleisch kriegt das hin. Ja, muss ich hier Zeit mit dir verschwenden. Hier. Ab ins Minenfeld. Na, leider nicht an der Mine gestorben. Ja, kipp um. Du vergeudest meine Zeit. So, jetzt muss ich Dosenfleisch retten. Dosenfleisch rettet aber sich selber. So, ganz einfach mit einem Gewehrschuss. Da kannst du auch nicht wirklich verfehlen. Und damit wäre die erste Mission erledigt. Und dann kommt die zweite Mission. Und die wird kein Vergnügen. Die wird kein Vergnügen. Absolut kein Vergnügen. So, natürlich erstmal gespeichert. Und dann befördern wir jetzt Blutwurst zum Kanonier wieder. Es ist immer Kanonier und Notration ist immer ein Sanitäter. Ich glaube, das ist für die zweite Mission vielleicht die beste Strategie. Ich weiß es nicht. Sie ist anstrengend. Sie ist anstrengend. Generalstab, The Valley. Einige der besten Scharfschützen der Koalition in dieser Region haben es unmöglich gemacht, durch dieses Tal zu kommen. Wir haben zu viele tapfere Schweine verloren, um sie aufzuspüren. Also fürchte ich, wir brauchen eure Taskforce, um dort einzudringen und sie zu erledigen. Nutzt diese kürzlichen Beförderungen gut. Es wird viel mehr geben, wenn ihr es in einem Stück zurückschafft. Major Grimschwart, haltet eure Augen offen. Mission 2, The Valley. Oder auch The Death Valley, weil es eine Todesfalle hier. Wir sind hier gefangen in diesem Tal, eingesperrt, getrennt, in zwei Kammern, umgeben von Scharfschützen. Der Gegner besteht insgesamt aus 4 Schweinen, alles Geheimdienstler. Nur einer davon ist ein Scout ohne Scharfschützengewehr. Der ist da in der Kiste drin, der Rest sind halt in Bäumen drin. Deswegen habe ich mir einen Screenshot gemacht von den Positionen. Der Baum auf der zweiten Ebene, den wollen wir jetzt treffen. Treffe ich? Ich habe getroffen. Ja, pack dich da wieder in den Baum rein. Hauptsache, nervst mich nicht. Also, Scharfschützengewehre sind ein Problem. Was aber auch ein Problem ist, ist das Gift. Das verdammte Gift. Oh, Rocket Launch. Rocket Launch-Schuhe. Why not? Jetzt müsste ich nur so stehen, dass ich nicht runterrutsche. Ach, schade. Ich brauche ein bisschen höher, damit ich auch treffen kann. Weil ich kann... Ich muss ja in einer geraden Linie jetzt auf den schießen. Ich muss in einer geraden Linie auf dein Scheiß... Ich muss in der geraden Linie seinen scheiß Kopf treffen. Muss da erstmal machen, wa?
Hör auf zu wackeln! Hör auf zu wackeln! Ja! Okay, er ist oben geblieben. Das ist gut für mich. Weil wenn er runterkommt, benutzt er garantiert sein scheiß Scharfschützengewehr. Der benutzt er das im Nahkampf. Und wir wurden noch nicht vergiftet. Das finde ich gut. So. Wo ist die Kiste? Muss mir ja kurz hier an Screenshot orientieren. Du verlierst hier sehr schnell die Orientierung einfach. So, da ist das Minenfeld mit der Kiste. Der ist direkt bei uns hier dran. Deswegen stelle ich mich hier dahin. Zieh nach oben. Und dann schmeiß ich mit Schmackes einfach mal eine Granate an den Baum da. So, da bist du. Oder bist du auch ein Scout? Du bist auch ein Scout. Okay, die auf der unteren Ebene sind Scouts nur. Und die auf den oberen Ebenen sind halt Scharfschützen. So, der ist jetzt erstmal vergiftet. Was natürlich scheiße ist. Das finde ich nicht so gut. So. Du bist jetzt wieder... Was du das? Wen habe ich jetzt beschossen? Habe ich den beschossen? Oder habe ich den anderen beschossen? Schon habe ich die Orientierung wieder verloren. So eine Scheiße. Ich habe den da beschossen. Den könnte ich rausholen. Den könnte ich rausholen. Hinter uns ist jetzt wieder der andere Scharfschütze. Aber dann ist noch der in seiner Kiste drin. Der kann halt einen auch vergiften. Aber... Das ist jetzt auch schon der 6. Versuch. Kurz eine Pause gemacht. Weil irgendein komischer Vogel draußen rumgekreicht hatte. Als würde er irgendwie abgestochen werden. Mitten in der Nacht. Kriegst du auch erstmal einen Schreck. Was ist das denn jetzt? Viel zu schwach. Natürlich viel zu schwach. Das war dumm. Hätte ich besser machen müssen. Ja, vergifte mein Blutwurst. Blutvergiftung. Vergifte nicht Notration. Nicht Notration vergiften. Der kann sich nicht selbst heilen. Waffenkiste, wunderbar. Erstmal eingesammelt, was kriegen wir? Flammenwerfer, ey. Was wiegt der mit einem Flammenwerfer in dieser Map? Ich komme nicht zum Nahkampf. Ich hätte ihn treffen müssen. So ein Mist. Ja, so wird es nichts. Nächste Giftgranate. Natürlich. Natürlich muss er jetzt noch meinen anderen vergiften. Er verfehlt. Er verfehlt. Verfehlt jeden. Gut. Jetzt muss ich auf die Midi-Packs warten, die irgendwie dennoch kommen. Was kriegen wir? Medizindart finde ich tatsächlich gut. Aber brauche ich jetzt gerade noch nicht. Was kann ich jetzt mit dir machen? Was kann ich jetzt mit dir machen? Ich habe noch einen zweiten Dings. Ich habe ja drei. Moment, muss ich wieder ein bisschen zielen. Ich glaube, das verfehle ich. Nee, guter Treffer. Du bist tot. Die Raketenwerfer sind gerade sehr praktisch. Was machst du jetzt? Du tarnst dich. Okay. Ich hätte dich vielleicht heilen sollen. Hätte ich an sich machen können. So, wie auf den Baum rauf. Auf dich darauf. So, nimmst du nochmal 10 Schaden. Ja, gut. Lasst mich schön in Ruhe. So, erstmal heilen. Wunderbar. Bist du weit hier nochmal? Bist du voll? Das war Blödsinn. Das war Blödsinn. An sich. So. Der ist tot. Bist du sichtbar? Bist du sichtbar? Muss erst mal gucken, ob du da bist. Da bist du. Näher da ranstellen.
näher daran stellen, damit du da nicht beschossen wirst. Ich sehe den leider nicht so richtig. Einen hohen Winkel. Ich darf nicht gegen den Berg schießen. Ich muss ihn treffen. Das ist viel zu weit. Da war den Scheiß. Das ist schon mal schön. Du dürftest jetzt niemanden beschießen können. Wenigstens. Da gehst du in deinen scheiß Baum wieder rein. Will ich das jetzt einsammeln? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich das nicht. So, von hier aus kann ich dich doch treffen, oder nicht? Nicht zu stark, nicht zu schwach. Er war zu schwach. Ein Tick zu früh runter. Du kannst auch nichts machen. Wir sind erstmal so weit sicher, wie es aussieht. Beschieße ich den Baum nochmal? Dann bist du auch tot. Ich könnte auch ihn erstmal heilen. Warum nicht? Ich hab den Scheiß. Da kann ich mir das Midi-Pack dann nochmal aufsparen. Was machst du jetzt? Machst du jetzt was? Du könnt... Ja, okay. Dann machst du mich jetzt nämlich den Scheiß. Aber ich krieg hier mehr Midi-Packs. Das finde ich gut. Denn... Genau. Wo bist du jetzt? Welcher war das jetzt? Das war jetzt der andere. Das war der auf der Seite. Dich kann ich doch schießen einfach. Dich kann ich doch auch möglicherweise treffen. Das war ein wunderschöner Schuss. Hat er wenigstens schon mal wieder Schaden genommen. Der kann nichts machen, weil er uns nicht sieht. Das finde ich sehr praktisch. Du sammelst den Scheiß ein. Ja, sammel mal den Scheiß ein. 50. Finde ich gut. So. Du hast einen Fehler begangen. Nicht mit der Bazooka. Die Bazooka sollte ich mir für den anderen aufsparen. Reicht das? Ja, ein wunderbarer Treffer. Bist noch am Leben? Du bist noch am Leben. Dann bist du gleich nicht mehr am Leben. Muss ihn jetzt töten. Weil er unten macht er Probleme. Machen wir mal ganz hier mächtig hier. Ich will keinen Explosionsschaden machen. Du bist immer noch am Leben. Ach, verdammt. Ich wollte jetzt nicht wegen mit der Bazooka meinen eigenen treffen. Jetzt sammelt er natürlich die Scheiße ein. Das war taktisch ziemlich dumm von mir. Es sind ein Glück nur 20, aber ist trotzdem scheiße. Warum humpelst du noch? Ich hätte doch mit der Bazooka auf dich schießen sollen. Na gut. Mit dir? Was kann ich mit dir machen? Ich kann den Scheiß da einsammeln und eine Granate rüberschmeißen. Wo steht die Sau? Du bist hier gleich da drüben, okay. Ich hab die Bazooka. Wo steht denn jetzt der andere? Ich verliere hier ständig die Orientierung. Der ist tot. Du bist in deinem Baum drin. Wenn ich dich jetzt aus deinem Baum da rausholen würde, wäre das dumm von mir. Du bist aber noch nicht dran. Stell mich da wieder erstmal... Obwohl, wäre das dumm von mir? Der Typ hier unten ist jetzt eigentlich erstmal nicht die Gefahr, weil er jetzt auch nicht dran ist. Ich hol den jetzt aus seinem Baum raus. Dann nimmt er auch erstmal 30 Schaden. Ein Glück ist der Baum eine große Zielscheibe. Er zeigt nicht, er hat noch 60. Das ist gut zu wissen. So, und du kannst den anderen jetzt einfach mit der Granate killen. Und tschüss. Dann waren es noch zwei. Einfach schön methodisch machen. Du hast noch 55. So. Du bist schon wieder an deinen scheiß Baum drin. Das war schön. Hat er noch 40? Geh wieder an deinen Baum.
Und nochmal. Ach, zu tief. Immer schön langsam. Kannst du ihn da so treffen? Okay, ihr kümmert euch also um den hier. Weil was anderes könnt ihr nicht machen. Und ein schöner Schmiss. Ist richtig schmissig hier. Hat gar nicht voller Schaden gemacht. Ist doch doof. Aber er ist aus seinen Scheiß da raus. Ach, scheiße. Ich hab keine Granaten mehr. Kann ich die so treffen? Ja, er kann dein scheiß Gesicht erwischen. Hast du noch 27. Solange er in seinem scheiß Baum halt auch immer drin ist, kann ich nicht viel machen. Ja, ist toll. Dann machst du jetzt auch auf ihn darauf. Schön. Und dann bist du nächste Runde hoffentlich tot. Und dich kann ich halt nur mit Blutwurst erwischen. Das ist das Problem. Das ist da das Problem. So, ein bisschen stärker diesmal. Ich hätte dich jetzt töten sollen. Weil jetzt bist du wieder an einen scheiß Baum drin. Mein Glück hat ja noch Granaten hier. Hoch damit. Treffer. Hast nur 7, oder? Mach hinne. Geht dann wieder. Okay, wir haben gewonnen an sich. Wir haben an sich gewonnen. Der Gegner kann nicht mehr viel tun. Der Gegner hat nicht mehr die Möglichkeiten, mir die Tour zu vermasseln, wie es aussieht. Er war gar nicht in dem Baum drin. Hahaha. Ja, ich müsste dich nur treffen können. Das wäre. Das ist scheiße. Du nervst. So, letzte Granate. Hoch damit. Och, echt jetzt. Hätte einen höheren Bogen. Der zieht sich hier. Diese Scheißmission nervt. Ein Glück ist einem Baum ein großes Ziel. Was mache ich? Schieß trotzdem daneben. Ja, komm näher an den Rand, damit ich dich auch mit einem Gewehr erwischen kann. Damit du irgendwie dann aus dem Baum raus bist. Granate. Wieder hochgeschmissen. Tot ist er, okay. Jetzt ist er natürlich öfters dran und könnte eigentlich irgendeinen Blödsinn machen. Aber er hat nicht den Willen dazu. Kann ich den irgendwie mit einem Gewehr erwischen? Ja, nicht von hier aus. Ich will... Ich habe 70 Leben. Er ist raus. Wenn er will, könnte er mich beschießen. Mit einem Gewehr aufschießen bringt nichts. Weil ich kann hier noch Schaden machen. Ist ja ganz toll. Hier. Schieß einmal so hoch. Kommst dann runter und fliegt viel zu weit. Wo zur Hölle ist die Kugel landet? Ja, jetzt muss ich jetzt jedes Mal warten, bis Blutwurst dran ist. Tolle Mission. Und der muss ich treffen. Das war gut. Noch einmal treffen. Noch einmal treffen. Oh oh. Dann triffst halt nicht. Was machst du jetzt?
wenn du auf mein Schwein schießen würdest, dann wärst du offen und dann könnte ich dich sofort töten. Ich lock den raus. Hier, der hält einen Schuss von deinem scheiß Sniper aus. Hier, du Arsch. Kriegst eine Kugel ab. Na? Schieß doch! Schieß doch, du Sack! Das war ein Fehler. Ich hoffe mal jetzt aber nicht von mir. Ich hoffe mal, es war jetzt nicht ein Fehler von mir. Ich muss jetzt nur den Schuss machen. Wo bist du, Arsch? Wo bist du? Da bist du, Arsch. Den Schuss muss ich jetzt aber. Den Schuss muss ich jetzt aber machen. Bisschen näher ran. Das so siehst du nix. Oh, Drecksmission. Auf die Idee hätte ja auch schon mal früher kommen können, den rauszulocken. Mission accomplished. Dann wollen wir mal Dosenfleisch befördern. Natürlich wieder Sprengmeister und dann machen wir auch gleich ein Schwein zum Geheimdienstler. Und dann legen wir los mit der dritten Mission. Die ist einfacher. Generalstab. Constructive Criticism. Vertraulich. Anscheinend hat der Feind eine Gruppe von Ingenieuren nach Hogshead geschickt, um Reparaturen an der nahegelegenen Kaserne vorzunehmen. Unser jüngster Gramangriff hat ihre Zahl reduziert, aber wir brauchen immer noch eure Jungs, um den Rest von ihnen auszuschalten. Major Grimschwart, ihr müsst die Frontlinie des Feindes überqueren. Mission 3. Constructive Criticism. Meine Kritisierungen sind alle konstruktiv. Ja, die Mission ist einfach. Der Gegner besteht nur aus Sprengmeistern und solange du von denen fern bleibst, ist alles gut. Da können sie nicht viel machen. So. Also. Wunderbarer Treffer. Ja, jetzt häng's wieder drin mit den Bazookas. Ich hatte jetzt gerade hier noch Übung, wa? Mit der Scheißmission. Ja, und solange ihr auf euren Bunkern drauf bleibt, macht ihr eh nichts. Könnt ihr Granaten schmeißen. Ich bin auf meinem Berg drauf und der Berg schützt ein bisschen. Na, okay, trotzdem 20 Schaden. Na gut. Dann wollen wir bereits einen töten, wa? So. Du bist ja dann tot, wa? Genau. Mike, jetzt so. Dann renne ich jetzt hier hoch. Bin ich zwar nah an Minenfeld da dran, was gefährlich ist, aber was sollen sie machen? Mich da reinsprengen? Vielleicht. Mit einem guten Granatenwurf, vielleicht. Jetzt kommt er raus. Er hat den höchsten Rang. Der hat die goldene Schrotflinte. Aber solange du auf deinem Bunker da drauf bist, kommst du auch nicht runter. Und machst auch nicht groß viel. Schmeißt eine Granate. Baum? Na, leider nicht. Au, au, au. Ja, Splittergranaten sind gefährlich. Splittergranaten sind sehr gefährlich. Okay, dann töten wir den zweiten bereits. Weil hier in den Kisten, da sind Clustergranaten drin. Ist halt die Standard- Mission 3 Map. Die ändert sich halt nicht wirklich. Erstmal wirst du beklaut. Vielleicht hast du ja was Schönes für mich. Yo. Könnten wir vielleicht gleich gebrauchen. Medikit ist dann für Dosenfleisch. Der wird's gebrauchen. So. Bitteschön. Du dürftest tot sein. Wunderbar. Die Mission geht an sich schneller. Das ist ja schon mal schön. Oh oh. Erstmal ein Leben. Du musst mal kurz eine Rettungsaktion machen. Du musst ein bisschen Patsche, Patsche, Händeklatsche machen. Patsche, Patsche, ich klatsche in die Hände.
So. Gleich drei reingejagt. Und dann werde ich auf den einfach raufschießen, damit er auf seinen Bunker drauf bleibt. Da ist er ungefährlicher mit. Weil wenn er unten rumlaufen kann, dann kann er auch TNT legen. Und Minen. Das wollen wir ja nicht. Ja, schmeißt deine scheiß Granate. Dürftest noch zwei haben. Los, John Boy. Schmeiß! Er hat getroffen. Er hat getroffen. Respekt. Du hast einen langen Weg. Bist du schnell genug, denn auch die Kiste einzusammeln? Rollergranate. Was meint ihr jetzt mit der? Benutzen oder nicht benutzen? Jetzt kann er natürlich unten rumlaufen. Er ist noch oben drauf. Das ist tatsächlich sehr gut für mich. Er schießt mit seiner Tröte. Was soll das denn? Kannst du nicht mit deiner scheiß Tröte rumschießen? Wo ist die Waffenkiste? Da ist die Waffenkiste. Will ich die Waffenkiste? Ich will die Waffenkiste. Was haben wir denn hier? Flammenwerfer. Was will ich denn mit einem Flammenwerfer? Ich weiß, da gibt es einen Trick, dass man damit ganz viel Schaden machen kann. Aber das ist auch nicht so toll. Grad hier. Jetzt bist du direkt bei mir. Rutsch wieder runter. Da können wir jetzt dich mit einer Mine töten. Und du kriegst einen Gewehrschuss oder so ab. Die nächste Splittergranate. Das war deine letzte, wa? Aber du wirst wieder treffen. Au. Der braucht auf jeden Fall den Heilung. Du darfst dich dein Medikit schnappen. Erstmal du weg. Ich darf nicht zu nah an dir ran. Du hast noch die Dings. Schrotflinte, die super Schrotflinte. Ist natürlich gefährlich. Bleib mal schön oben drauf. Der ist weg. So, du durftest jetzt auf Dosenfleisch wahrscheinlich schießen. Natürlich. Gut, dass du ihn wegschießt. Damit ist er aus der Gefahrenzone. Medikit eingesammelt. Warum humpelst du? Du hast über 20 Leben. Darfst doch nicht humpeln. Wie komme ich jetzt daran? Du musst den ganzen Weg hier einmal rum. Aber leider hast du noch kein Scharfschützengewehr. Das wäre super an sich. Ach, ich kann ja dich auch vergiften. Warum auch nicht? Macht sich doch gut, wenn ich dich vergiften kann. Wunderbar. Tatsächlich das Beste, was ich da jetzt machen konnte. Das bist natürlich in deiner scheiß Dings da drin. Deiner scheiß Kajüte. Dann werden wir mal da so viel Schaden machen, dass du da wieder rauskommst. So, hingeschmissen. Da kann der Gegner auch gleich hinschmeißen. Kommt da raus. Das ist noch 67. Was tust du jetzt? Bin ich da noch dran? Nein. So, wieder ein bisschen näher ran. Bleib mal schön auf deinen scheiß Bunker drauf. Bleib mal schön auf deinen scheiß Bunker drauf, Junge. Bisschen näher. Noch ist er nicht ungefährlich. Er ist ein bisschen gefährlich. Da muss man eingestehen. So, jetzt kann ich dich töten. Wenn du oben drauf bleibst, einfach. Ja, okay. Du hast 75 Leben. Mach mal hier ein bisschen Kamikaze-Aktion. Kurz in den Bunker rein. Gehst du wie aus dem Bunker raus. Stehst du direkt vor ihm. Hi, Arschloch. Na, wie geht's? Und das war's. Mission abgeschlossen. Folge abgeschlossen.
wieder zwei neue Beförderungspunkte. Die verteilen wir beim nächsten Mal. Das war die erste Folge von Pinstripes Mod Version 4. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Bleibt bunt! Macht euren bunten. Weggetreten.